des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, morgen ist Lichtmess, wo auch die Prophezeiung im Evangelium über die Schmerzen der Mutter Jesu, ein Schwert wird deine Seele durchdringen, gelesen wird. Und heute feiern wir das Heiligste Herz Jesu am ersten Freitag des Monats. Bitten wir den Herrn, dass er uns die Sünden vergebe durch sein Leiden am Kreuz. Herr Jesus Christus, du Sühne für unsere Sünden, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, du Quell des Lebens und der Heiligkeit, Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, du Abbild und Wesen des Vaters, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Wir bitten dich, Herr, unser Gott, bilde unser Herz nach dem Herzen deines Sohnes und wecke in uns die Kraft der Liebe, damit wir ihm gleichförmig werden und die Erlösung empfangen, die er uns für immer erworben hat, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder, erinnert euch an die früheren Tage, als ihr nach eurer Erleuchtung manchen harten Leidenskampf bestanden habt. Ihr seid vor aller Welt beschimpft und gequält worden, oder ihr seid mitbetroffen gewesen vom Geschick derer, denen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und auch den Raub eures Vermögens freudig hingenommen, da ihr wusstet, dass ihr einen besseren Besitz habt, der euch bleibt. Werft also eure Zuversicht nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das verheißene Gut erlangt. Denn nur noch eine kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, und er bleibt nicht aus. Mein Gerechter aber wird durch den Glauben leben, doch wenn er zurückweicht, habe ich kein Gefallen an ihm. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde, du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst, und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ein paar kurze Worte zu den Lesungen der Bibel heute. Der Verfasser des Hebräerbriefes möchte die entmutigten Christen animieren, denn sie brauchen Ausdauer in Zeiten der Verfolgung. Sie waren zum Teil gefangen, mussten den Raub ihres Vermögens hinnehmen, aber sie sollen nicht verzagen, denn es braucht Ausdauer, damit das verheißene Gut, das Erbe des Himmels, zu uns kommt. Der Gerechte wird durch den Glauben, durch die Treue, durch die Ausdauer leben. Ausdauer braucht man auch in der Landwirtschaft und Geduld. Jesus in seiner Gleichnisrede hat hier zwei Gleichnisse. Beim einen ist es so, der Bauer sät den Samen auf den Acker, dann schläft und steht wieder auf. Anscheinend macht er sonst nichts. Der Samen wächst, der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht und wenn dann die Zeit der Ernte da ist, dann legt er die Sichel an. Was soll dieses Gleichnis? Es scheint ja direkt zur Faulheit aufzurufen. Darum haben es wahrscheinlich Matthäus und Lukas weggelassen bzw. modifiziert. Aber gerade in unserer heutigen Zeit wäre es wieder wichtig. Denn heute sind wir in einer Hektik und wollen alles manipulieren, auch den Samen und so weiter. Und vor lauter Gier nach immer mehr und immer schneller zerstören wir die Natur. Dabei ist es doch die Natur, die die Frucht bringt, von der wir leben. Und das will dieses Gleichnis sagen. Wir sollen auch beim Reich Gottes darauf vertrauen, dass das Wort Gottes seine Frucht bringt. Es hat eine Kraft in sich, die nicht von uns abhängt, sondern die von selber wirkt. Wir sollen nur da sein, wenn die Zeit gekommen ist, Geduld haben, Ausdauer. Und auch wenn das Ganze sehr klein ausschaut und oft unscheinbar, so vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Senfkorn. Ein Senfkorn ist sehr klein, weniger als ein Millimeter. Und doch wächst es und kann in Galiläa bis zu 4 Meter hoch werden. Also ein kleiner Baum, wo schon die Vögel des Himmels nisten können. So vergleicht Jesus das Reich Gottes. Es beginnt ganz unscheinbar mit einem Kind in der Krippe, mit 12 Jüngern und wird aber dann zur großen Kirche mit heute 2-3 Milliarden Christen. Allerdings ist es nicht nur die Quantität, die zählt, sondern die Qualität. Amen.
zu Jesus Christus, der ein Herz hat für uns Menschen, wollen wir beten. Offenbare allen Christen den Reichtum deiner Liebe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Mehre unter den Völkern vertrauensvolle Zusammenarbeit und festige den Frieden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wende dich allen Menschen zu, die deines Erbarmens besonders bedürfen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Mach durch deine Gnade unser Herz ähnlich deinem Herzen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten in der Intention der Messe mit Familie Leim-Gruber für verstorbenen Schwiegervater, Opa und Uropa Franz Beilberger zum Sterbeandenken. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn durch dein Kreuz hast du die Welt erlöst. Dir sei Dank in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Vater, in deiner übergroßen Liebe, mit der du uns liebst, hast du deinen Sohn zu uns gesandt. Nimm uns auf in sein Opfer, damit dir unser ganzes Leben wohlgefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort. Durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.
bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Beten wir um das Reich Gottes, so wie uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
und mit deinem Geist. Gebt einander Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mir gehst, Mutter meiner Gott, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, wir haben das Sakrament deiner Liebe empfangen. Gib, dass wir in diesem Leben Christus ähnlich werden, damit wir auch an seiner Herrlichkeit Anteil erhalten. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke sei Gott, sein Herr.